Ja, weil ich mit den Versionen bis jetzt noch nie Probleme hatte. Na gut, ich hatte zwischendrin mal so ein, zwei Mal, aber naja. Ja, die Dateien waren riesengroß. Ich bin dann zwischendurch mal auf NVIDIA Shadowplay gewechselt. Das hatten sie aber mal für eine Woche komplett abgeschaltet. Ohne Erklärung, ohne alles. Yay. Du konntest auf den Aufnahmebutton drücken und es ging nichts los. Da war einfach im Hintergrund alles abgeschaltet von NVIDIA selber. Ach du Scheiße. Da haben sie irgendwas neu programmiert oder neu gebaut. Ja, und darauf stehe ich ja total. Ja, super, ne, wenn man sich auf die Sachen nicht verlassen kann. Und dann war OBS wieder ein. Oh, ich höre Musik. Das hört sich schon mal gut an, hoffe ich. Ja, das ist immer kurz bevor ich reinkomme. Irgendeine Meldung kam jetzt gerade noch. Textmessage. Also ich bin schon mal drin. Mach mich nicht schwach hier. Ich weiß nicht, was das für eine Meldung war, aber auf jeden Fall irgendwas Weißes. Aha. Okay. Ich bin da. Yay, das ist gut. Wo? Ach ja, da ist er. Hallöle. Warte mal, wie ist das hier? Null. Was ist das? Null? Winkt es? Nö. Ich habe die Ach. selber noch nicht rausgezogen. Warte mal. Wie geht das denn? Ich habe das nie probiert mit diesen Nö. ganzen. Warte mal, gab es Aber es ist bei nicht. mir auch auf Null. Ja, ich glaube, das nur Sachen außer Hand legen, aber gab es nicht irgendwo Charakteranimationen? Hier, genau. Ja, muss ich auch mal eine rausholen. Genau, machen wir jetzt mal hier. Ja, haha. Bei mir auch gleich. Ich zock seit zig Jahren das erste Mal, dass ich diese Animation nutze. Ich auch. Sehr Nach einer geil. anderen Aufnahme mal. Die kleinen Tippen da. Ja, ich mal. Herrlich. Schnippe ich da mal wieder rein. Wieso hab ich einen Helm auf? Verdammte Axt. Ui. So, jetzt besser. Hier, Zwillinge. Ich muss ja sagen, es reizt mich ja total. Was ist das da oben? Warte mal. Aha, irgendein Frachter mit Magnesium und Explosivmitteln. Ja, muss ich erstmal hinkommen. So, willst du anmoderieren, so wie wir jetzt gerade stehen? Ja, Können wir gleich klar. winken? Mach.
Sagst du doch nur Bescheid, wenn es losgeht? Ich habe keinen Ton von dir. Ach so, ich dachte, du wolltest anmoderieren. Nee, ich warte die ganze Zeit auf deine. Ja, ich schnippel mir das zusammen. Ich auch. Schön. Das ist gut, ja. Warte. Ja, so geil. Ich dachte, ja gut, hat er vielleicht stumm gestellt, weil er das kurz sagen will, was er dazu sagen hat. Ist doch nicht bei dir auch. Immer schön nachgewunken, wie kleines Äffchen, weißt du? Ja, ich dachte auch so, okay, ich wink einfach mal, dass er weiß, ich bin noch da. So, ich hab's dann nachgewunken. Ich dachte, sagt er jetzt irgendwas im Hintergrund? Dann merkst du ja, wenn er wegrennt. Sehr geil. Ja, würde sagen, an dieser Stelle dann hallo und herzlich willkommen. Hallo auch von mir. Wir hatten einen sehr schönen Start. Ja, wir wussten jetzt nicht, wer irgendwie anmoderiert oder. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon mal schön gelacht. Geht schon mal gut los, voll Profis. Ich wollte gerade sagen, Chaos ist wieder vorprogrammiert hier. Ja. So, mir ist einiges aufgefallen. Gerade was das Fahrzeug angeht, da muss ich mal kurz reinhüpfen. Wir hatten ja im Kontrollfeld hier diese komischen, sind das jetzt Gruppen? Ui! Hier ist noch wesentlich mehr drin. Ja, und da sind die Batterien. Ne? Ja, da sind die Batterien reich noch für 10 Stunden. Da sind 10 Batterien drin. Das sind die kleinen. Die habe ich bei dir nämlich aus dem Augenwinkel gesehen. Könntest du mal bei mir reinhüpfen? Ja, ich suche. Ja, ich hänge gerade so einen Ball, der wegrollt. Was? Du jagst Bällchen? Ja, hier ist so ein unbekanntes Signal. Das ist so eine ganz runde Drohne, also so ein ganz rundes Gerätchen. Das rollt sich die ganze Zeit weg. Das ist Verfolgungsjagd, das hatte ich einmal. Wenn sich da schon nicht so richtig schließt. Auch noch cooler sind die Weghüpfenden, die hier unten drunter noch ein Triebwerk haben. Ja, das ist halt so ein ganz runder Ball, der dann halt wirklich durch das Gyroskop halt, ne, immer weiter und weiter und weiter. Oh, ätzend. Wenn die so einen Drehbaum haben. Sind auf jeden Fall noch wesentlich mehr Lichter drin. Die Reifen. Ach so, dann können wir so wenigstens härter stellen, jawohl. Oh, ich lasse es jetzt mal so ein. Einzige, was ich machen könnte, wäre mal ein bisschen Eis reinpacken. So in der Hoffnung, dass dieses Gasding vielleicht doch irgendwie ein Antrieb ist. Das mal ins Cockpit schmeißen. Ja, irgendwie ist es verteilt. Es ist ein Gasgenerator drin. Ach so, der fasst nur 1000 Liter. Okay. Im Cargo habe ich meine Flaschen drin. Wo habe ich meine Knifte hingepackt? Gute Frage. Haben wir schon einen Cargo-Container? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Okay, meine Knifte ist weg. Die Munition auch. Okay. Ist sie nicht mehr im Auto? Nö, bei nicht leer. Nee, ist nichts mehr drinnen, ne? Vielleicht im Cockpit. Sehr seltsam. Meine Schleifgeräte und sowas liegt im Cockpit extra nochmal drin. Ja, ich sehe gerade, ne? Die sind noch da. Ist ja komisch. Ja, die packe ich raus. Die zahle ich gleich. Ja. Ja, macht doch am meisten Sinn, das billige Zeug, was wollen wir da mitnehmen? Aber wir können es ja dann wieder neu bauen, das ist ja kein Ding. Ja, richtig. Montier? Den baue ich mir einfach eine Knifte. Der zeigt mir das mit dem Hunger und dem Durst gar nicht mehr an, ne? Im Moment bei mir auch nicht. Kann aber auch sein, dass wir komplett voll sind wieder. Weil vorher hat das mir auch nicht angezeigt. Das kam dann erst mittendrin.
Ah, ich beobachte so. Das mal. Ich traue dem noch nicht. Ich bräuchte mal ein paar kleine Stahlplatten. Hammer nicht. Oh, 100 ist ein bisschen viel. Warte, ich habe hier welche drin. Warte, ich schmeiß die mal rein. Ich habe schon 6. Ich will nur gucken, ob ich irgendwas dran baue. Ja, dran bauen darf ich. Also es müsste dann doch gehen. Ja, ja, es ist ja auch deins. Ja, ich habe mich ja nur gewundert, weil ich kein Solarpanel dran bauen konnte. Es kann ja wirklich sein, dass es einfach wegen den schiefen Teilen war. Also hier vorne kannst du es auf jeden Fall, da geht's. Bei den Teilchen. Und hier hinten, bei den großen. Ja, irgendwas hat er mir schon wieder gesagt wegen Riesborns Schiff. Ich mag dich überhaupt nicht, oder? Ja, das ist diese Meldung. Ich habe das zum Glück aber ausgestellt. Also er kann das nicht wegnehmen. Guck mal. Hm. Sägeohren, wir können doch so laden. Auf der anderen Seite geht's aber auch. Also hier, guck mal, das kannst du auch ganz normal dran packen. Ach so. Du musst es nur drehen, das, ja, so wie das jetzt hast praktisch, das an die untere Kante. Dann kannst du es auch ganz normal dran packen. Soll ich es da wieder wegnehmen erstmal, oder? Nö, nee, kannst du direkt so lassen. Ach so, okay. Gut, dann lass ich es so dran. Ich versuche mich da jetzt einzupassen. Das sind angelegte Ohren, da können wir immer noch eins daneben setzen. Ja. So. Ich habe übrigens in dieser... Hier drüben kriegst du jetzt nicht dran. Was denn? Achso, da kriegst du nicht dran? Warte mal. Ist da irgendwas? Aber da zeigt er sie mir wieder andersrum, dass ich sie dran krieg. Hä? Eigentümlich. Ja, Fuel. Das geht aber schnell weg hier, das Hydrogen. Mhm. Ah, ich sehe gerade warum. Hier hast du noch einen Block. Hier ist ein LCD-Panel. So, probieren wir jetzt. Jetzt ist frei. Jetzt hab ich. Hat geklappt, ja. Yep, ist dran. Yippie, sehr schön. Jetzt probier ich mal über Basic. Ach nee, da muss ich ja dann. Produktion? Könnte man das nicht mal wechseln hier auf die einzelnen Teile? Nee. Ich habe gerade mal einen Sauerstoffgenerator gebaut, dass wir hier neues Hydrogen herstellen können, ne? Ja. Connected-Problem? Hm, ja, ich merk's gerade. Irgendwas macht er gerade wieder. Jetzt müsste es. Ah, jetzt ja. Sehr seltsam. Meteoritenschauer. Nein! Oh nein! Ich kann mein Auto nicht wegfahren. Oh, scheiße. Vielleicht haben wir. Oh, guck mal, der kommt da. Aber wenn wir Glück haben, ist da Platin und Uran drin, ne? Weil in den Meteoriten ist jedes Mal irgendeine Ressource drin. Okay. Gleich mal hingehen. Treff das! Siehst du den irgendwo? Ich sehe ja nichts. Nee. Ja, das ist einfach nur so ein Krater dann, ein kleiner. Die Raffinerie steht blöd. Ach so! Ich dachte, jetzt kommen hier Haufen Bälle runter, weißt du? Nee. Das heißt dann immer nur so einen kleinen Krater. Und wenn du dann rangehst, dann hast du manchmal Gold, Platin und sowas halt drin. So. Herstellungskomponenten, was brauche ich noch? Oh, 24 Träger. Oh, was ist das vor? Achso, hier wegen der Solarzelle oder was? Jo. Na, okay.
Ah, verdammt. So. Bauen wir gleichzeitig? Ja, ich wollte, brauchte nur die Stahlplatten für den Generator, weil mein Hydrogen ist auch alle. Du kannst bei mir im Auto auffüllen. Achso, du hast noch was. Achso, okay. Rechts. Ja. Springendes Dasisch. Ich hab umgebaut. Ah, da hinten. Ui. Ich hatte Angst vor Meteoritenschauer. Jetzt kann ich verstehen, ey. Ich guck mal hier die ganze... Ich wusste nicht, was auf mich kommt. Ja, es ist auch echt... Oh, warte, was ist das hier? Was ist das? Blau, ist das Eis? Oder welches? Ja, ist Eis. Also in dem einen war schon mal Eis drin, okay. Mal gucken, in dem anderen... Da kann ich jetzt nichts erkennen, oder... Hydrogenplasma. Was ist denn Hydrogenplasma? Keine Ahnung, muss irgendwas über Mutt sein, oder? Ja, aber... Ich pack den mal wieder runter. Das wundert mich jetzt. Ist auch knallerot. Okay. Aber da war hier was drin in dem einen Meteoriten. Jetzt gucke ich mal noch in den anderen. Wo ist denn der andere runtergekommen? Ah, hier oben. So, ach so wollte ich schon mal wieder anmachen. Jetzt haben wir hier wesentlich mehr Strom drin. Vollständig aufgeladen in 2 Tagen. Jawohl! Ja, hier auch Hydrogenplasma. Was ist das zur Hölle? Es bleibt aber schon mal eine Sorge weniger, dass das Ding hier nicht komplett leer läuft. Hm. So, oh, Detektor ist wieder ein. Sehr schön. Nein. So, falls wir mal los wollen. Herzversorgung. Mhm. Würde ich noch gerne ein kleines Auto bauen. Ja, klar. Achso, das ist das. Das wollte ich noch erzählen. Ich habe in... Also, das ist ja die Xbox-Version, ist ja noch in der Beta, bis in den nächsten Monat rauskommt. So, und in der Beta habe ich jetzt... Weil ich dachte so, hey, das läuft ja hier mit unserem Auto ganz gut. Baust du da jetzt auch mal ein Auto, ne? Weil ich habe da jetzt wieder Vertrauen drin gefasst. Nein, es ging nicht gut. Also, meine Räder flogen dann irgendwann irgendwo hin. Ja, der erste Huckel kam und... Quatsch! Ach so, ja. Aber das liegt an den Einstellungen von den Reifen selber, wie hart, wie weich du stellst. Wenn du weich stellst, hüpste. Wenn du hart stellst... Nee, andersrum, wenn du hart stellst, hüpst. Mm, ja, ich habe... Allerdings, wenn du zu weich einstellst und hast das Auto voll, ne? Weißt du ja auch, was passiert. Mhm. Gitsch. Also ich kann das Hydrogenplasma nicht in die Raffinerie und auch nicht in den Sauerstoffgenerator packen. Jetzt frage ich mich, was man damit machen kann. Ich pack das mal hier rein, dann kannst du es... Also, hier kann ich es... Ich kann das nirgendwo reinpacken. Hä? Was zur Hölle? Wo hast du das denn gebaut? Das habe ich abgebaut. Warte, ich pack das mal hier vorne ins Cockpit rein, dann kannst du es dir mal angucken. Ja, da ist es drin. In meinem Flugzeug hier, Autodings. Oh, Scheiße, ich bin automatisch in meins reingesprungen. Achso. Zugriff verweigert. Ach echt? Oh, warte mal. Sieht nice aus. Ein bisschen durchsichtig, war? Ja, so ganz klein wenig. Sag mal, einen Husten darf man das nicht mehr. Das bricht auseinander. Nee, also da... So, warte mal. Ich gebe mal wieder ein paar Steinchen vor. So, ist freigegeben. Ach so, ja. Siehst du? Kommt wie sieb, weißt du, schon mal weggerannt. Mhm. Aha, und wo hast du das abgebaut? Das war in den Kratern von den Meteoriten drinne. Ach, die hast du gesehen. Ja, hier hinten, pass auf, komm mit. Hier, das zum Beispiel hier. Ich sehe dich gerade gar nicht. Ach so, oder? Miep, ach, miep. Da oben! Das ist zum Beispiel so ein Krater. Das siehst du vom Weiten gar nicht. Wenn du hier ein bisschen heftig bohrst, dann findest du manchmal irgendwelche Sachen. Da ist es zum Beispiel. Ich sehe nur Stein. Na, hier liegt direkt Hydrogenplasma rum. Und hier oben sind halt auch noch mehr. Hier siehst du sie am Felsen halt. Immer diese kleinen Krater. Ah, jetzt ja. Also manchmal. Aber hier ist was Blaues drin bei mir. Genau, da ist Eis drin. Deshalb, das mit den Meteoritenschauern, das lohnt sich eigentlich schon. Also abgesehen davon, dass sie einen manchmal kaputt machen. Aber durch die Ressourcen, die man halt kriegt, ne? Gerade jetzt, wo man halt nicht mehr alles auf der Erde bekommt, ist das halt ganz... Ja gut, so richtig viel ist es halt auch nicht, ne? Aber, ja.